Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur News-Flash-Sendung. Ich versuche es jetzt einfach mal. Sonst war es ja immer so, dass wir dienstags 20 Uhr live gestreamt haben, Chris Reality und meine Wenigkeit. Das schaffe ich aktuell nicht mehr. Die Vorbereitungszeit und so weiter, das packe ich einfach nicht mehr. Von daher habe ich mir gedacht, ab und zu mal, wenn es gut passt, eine News-Flash-Sendung rauszuhauen, die jetzt relativ kurz und knackig ist und ja auch nicht so viele Themen wie sonst beinhaltete. So Sachen, die mir ja während der Woche aufgefallen sind, die ich mit euch mal gerne teilen möchte, die ja will ich euch hier in der Aufnahme dann halt zeigen. Ich bin natürlich auch auf eure Meinung da angewiesen. Ist das vielleicht sogar besser als die Live-Sendung oder sagt ihr, live hat mir schon besser gefallen? Ja, schaut euch das ganz einfach mal an, wie es euch gefallen hat. Gerne dann alles unter die Kommentare schreiben. Ja, war es jetzt gut, war es jetzt nicht gut? Und hättet ihr gerne wieder die Live-Sendung wieder? Dann, ja, wie gesagt, bin ich auf euer Feedback angewiesen und würde ich mich natürlich freuen, ja, wenn ich das auch erhalte von euch. Ich fange jetzt aber einfach mal an. Wie gesagt, relativ kurz und knackig, ein paar Themen durchgegangen, eventuell ein paar Videos geschaut und das war es dann eigentlich schon. Ich fange jetzt aber mal an. Und zwar das erste Thema ist das Update 44 für die Quest 2. Und ja, für die meisten ist es eventuell nicht interessant, für uns Streamer, YouTuber und so weiter natürlich schon eher. Denn das neue Update lässt uns jetzt auch, ja, Mixed schreibt, schönere Videos drehen. Also gehen wir mal ganz kurz durch, was das denn überhaupt beinhaltet. Und zwar können wir jetzt ja, experimentell aktivieren. Ja, steht hier auch diesen Modus und den finden wir dann auch unter Einstellungen System Kamera. Und das Wichtigste für mich meiner Meinung nach ist jetzt die Bildstabilisierung, die wir eintragen können. Da gibt es 4 Modis aus, niedrig, mittel, hoch. Und mir fällt das selber natürlich schon mal auf, wenn ich Videos aufgezeichnet habe und ich gucke mir die nachher an, dass man denkt, oh, der Kopf, der wackelt natürlich irgendwie bei schnellen Bewegungen schon mal. Oder auch wenn man denkt, oh, ich habe mich ja aber gerade langsam bewegt, geht es doch ziemlich schnell. Und das ist so eine Bildstabilisierung natürlich perfekt. Das werde ich dann auch mal austesten, wenn mein gutes Stück hier die 44 bekommen hat. Dann können wir ja Seitenfels oder Standardformat auswählen. Das rechteckige in 1024x1024 Bildpunkte, dann das 16:9 in 1920x1080 Bildpunkte, dann das Hochformat in 1080x1920 Bildpunkten. Dann können wir die Bildwiederholrate auswählen, entweder 24 Frames pro Sekunde oder 36. Ist natürlich alles, was man natürlich höher stellt, kostet natürlich auch mehr Speicher. Und da sind wir ja leider limitiert auf, lasst mich nicht lügen, 4 GB. Und danach ist auch die Datei zerstört. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es wirklich 4 GB waren. Auf jeden Fall kann man dann die Datei auch nicht mehr verwenden. Also wenn man jetzt längere Aufnahmen macht und man kommt über diese Dateigröße, dann ist es halt vorbei. Dann können wir die Qualität der Videokomprimierung einstellen, also 15, 15 oder 20 Mbits pro Sekunde. Und ja, höhere Bildraten sind natürlich auch ein schöneres Bild, ist natürlich auch klar, aber auch hier wieder die Dateigröße. Und das ist ein großes Problem. Ich vermisse hier auch irgendwie eine Einstellung, ja, nicht 1080p, sondern 720p. Ich meine, das ging über Sideloader oder wie das hieß, konnte man das auf jeden Fall einstellen. Sideloader konnte man das einschalten, dass man 27p aufzeichnen konnte und damit habe ich eigentlich ganz gute Aufnahmen gemacht. Und ja, müssen wir mal jetzt abwarten. Ich bin eigentlich immer einer der Letzten, der die Versionen bekommt. Von daher, ja, müssen wir jetzt mal abwarten. Dann haben wir noch neue Kontrollfunktionen für Eltern. Die können jetzt dieses Sideloading blockieren, dass das nicht mehr möglich ist und so weiter und so fort. Also, ja, ein bisschen mehr Sicherheit jetzt in der 44er-Version. Aber, ja, wie gesagt, das ist für uns YouTuber natürlich am wichtigsten. Mir fehlt immer noch ein vernünftiger Chat, den ich mir einblenden lassen kann, wie ich sonst auch mit den PC-VR-Brillen habe, wenn ich Quest-Only-Spiele zocke. Aber gut, man kann nicht alles direkt haben, vielleicht kommt das auch noch. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Thema und da sind wir jetzt wieder bei PC-VR und Half-Life 2 VR. Und ja, Half-Life 2 VR ist am 16. September 2022 erschienen und die Mod
funktioniert einfach perfekt. Also ihr müsst das Hauptspiel natürlich haben auf Steam und dann könnt ihr euch kostenlos die VR-Mod runterladen. Ist ein perfektes Spielerlebnis. Also für mich als Half-Life-Fan oder wo ich damals gezockt habe, das war der Hammer damals. Und das jetzt nochmal in VR zu erleben, hat mich echt geflecht. Und ich habe da ja auch einen Livestream zugemacht, werde ich mit Sicherheit auch mal weiter zocken, weil es richtig Spaß macht. Und ja, solltet ihr euch im Fall auf jeden Fall mal anschauen. Video werde ich auch unten in die Beschreibung packen, unter Infos, da mal raufschauen könnt, wie ich da so gespielt habe. Und jetzt kommt noch eine kleinere News dazu. Denn das Flat2VR-Team hat angekündigt, dass ein Updated Lighting-System reinkommt. Und das schauen wir uns mal hier an. Und wie wir sehen, richtig geile Beleuchtung. Und das fehlt natürlich noch. Man kann auch jetzt schon Texturpakete runterladen, um alles schöner zu machen. Das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, die Tage, wenn ich dazu Zeit habe. Aber das wäre schon genial, alleine so richtig schöne neue Beleuchtung, Schattenwürfe, das macht das natürlich dann umso schöner, meiner Meinung nach. Wie wir hier sehen, von den Fenstern aus kommt Licht rein und wirft einen schönen Schatten. Also das bringt nochmal Immersion zusätzlich rein. Wie genau hier, also sowas brauchen wir und da freue ich mich natürlich dann auch drauf, wenn es denn soweit ist. Und wenn man das jetzt nochmal mit so einem schönen HD-Texturpaket nochmal verschönern kann, umso besser. Ich bin echt gespannt. Wenn ich es auf Anhieb jetzt finde, das Paket, werde ich es auf jeden Fall auch unten in die Beschreibung packen, dieses HD-Paket. Dann könnt ihr es auch mal testen. Und ja, das war's mit der News. Und dann kommen wir zu einer News Pico. Es steht ja im Raum, dass die Pico 4 erscheinen wird in zwei verschiedenen Versionen, eine Consumer-Version und eine, die man so ein bisschen als Pro bezeichnen könnte, wie die Quest Pro. Und die soll natürlich dann auch ein bisschen teurer werden. Die Preise sind natürlich noch nicht ganz klar. Morgen findet ein Livestream statt, zeige ich euch aber gleich. Ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, da gab es jetzt zwei Promo-Release-Videos, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Die gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Das läuft nicht so ganz flüssig, aber hier sehen wir schon den Controller. Ich mach mal ganz kurz. Sieht eigentlich ganz, ganz cool aus. Muss man natürlich schauen, wie das Handling ist. Manche Leute sind natürlich mit Controllern zufrieden, je nachdem wie die Hand ist, wie groß oder klein die ist. Das muss man wirklich, das muss jeder für sich selbst dann herausfinden, ob es gut oder schlecht ist. Aber sieht schon mal auf jeden Fall interessant aus und handlich aus. Pico 4. So, da sind wir bei dem Video und das zeigt jetzt natürlich nur den Controller. Und dann haben wir jetzt hier auch noch ein anderes Video, das hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Und das zeigt uns das Headset ein wenig. Sehr, sehr spannend, ne? Auf jeden Fall. Könnte ein Horrorfilm sein, ne? Ein Horror-Game. Da sehen wir ein bisschen was. Also hier sehen wir auch schon dieses Skibrillendesign, was wir auch schon bei der Apple VR-Patenten gesehen haben. Hier sehen wir auch eine Kamera. Die wird wahrscheinlich auch hier sein. Ich gucke jetzt mal, ob sie es ein bisschen weiter noch zeigen. Ja, guck mal, schau mal da. Ah, das war mal zu weit. Da war mal zu weit. So, ja, ne, unsere berühmten vier Kameras. Und ich bin echt gespannt auf das Headset. Könnte natürlich, das wird wahrscheinlich kein Quest-Killer werden, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und wir brauchen in VR so viel Konkurrenz wie möglich, um auch für uns Consumer die Preise relativ gering zu halten und ohne Konkurrenz kann natürlich da ein Monopol aufgebaut werden und wird uns alle dann schaden, sage ich mal, wenn ein VR-Monopol da entsteht und die Preise machen können, wie sie wollen.
Und ich bin gespannt, wie die autark arbeitet, aber auch wie die über Streaming funktioniert, ne? Wie die Quest jetzt mit Virtual Desktop, Airlink hat die Quest ja, und wie das mit der Pico funktioniert. Und kann natürlich dann auch eine richtig coole Alternative für PC-VR-Spieler sein, weil da kommt aktuell ja auch nicht so viel Neues. Ja, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Hier hat der Kollege das auch nochmal in Bildern dargestellt. Und so sieht es dann wahrscheinlich aus. Designmäßig sieht es cool aus. Ich habe bei den Quest-Leaks schon mich gefragt, warum man unten scheinbar drunter schauen kann. Und ich hoffe, dass da nicht ist. Ich hasse Brillen, wo ich wirklich hier so einen krassen Lichteinfall habe. Und das hoffe ich, dass das auch bei der Quest nicht sein wird und bei der Pico auch nicht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So, hier haben wir dann die offizielle Announcement, Veröffentlichung für den Livestream. Stay tuned, 22. September, 14 GMT plus 2. Ich habe eben schon versucht herauszufinden, GMT plus 2. Das müsste eigentlich 2 Stunden nach uns oder vor uns sein. Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Ich habe es eben mal bei Google eingegeben. Ich muss später nochmal nachschauen. Aber wer da Interesse dran hat und die Zeit auch hat, also wenn es jetzt um 14 Uhr unsere Zeit stattfinden würde, würde ich das eh nicht schaffen. 16 Uhr könnte ich eventuell schaffen, mal reinzuschauen. Müssen wir einfach abwarten. Ich verlinke alles unten in der Beschreibung, was ich so hier zeige und finde. Und ja, ich bin echt gespannt. Und dann kommen wir von Pico zu einem anderen Thema. Und das ist die PSVR 2. So, ich war da schon ein bisschen weiter. Ja, die PSVR 2 ist ja jetzt schon länger im Umlauf, dass verschiedene Bilder und so weiter und so fort. Es gab jetzt sogar Hands-on-Videos von auch Heise zum Beispiel. Und die Infos, die da rauskamen, oder die Tests waren sehr positiv. Alles egal, ob man jetzt englische, amerikanische Presse gelesen hat, das Heise-Video, durchweg positiv, und ich glaube, die PSVR 2 kann echt uns VR nochmal auf ein neues Level bringen, und da profitieren wir alle von. Und da wurden natürlich dann jetzt auch ein paar Spiele bekannt gegeben. Wo ich mich am meisten darauf freuen würde, ist Horizon. Ich liebe das Spiel auch als Flat-Titel, und das zu erleben in VR, wenn wir da wirklich in der Dino-Welt, in dieser Dino-Roboter-Welt sind, und da gibt es ja teilweise richtig große Roboter. Also weiß ich nicht, wie das in VR alles funktionieren wird vom Spielen her, aber ich bin echt gespannt. Und ich muss jetzt mal schauen. Das ist jetzt nur das Hands-on von Road to VR, und es gab jetzt auch noch Trailer dazu. Ja, das sieht natürlich auch alles sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Und ich bin mega gespannt. Anfang 2023 soll es erscheinen. Genaues Release-Datum ist jetzt nicht bekannt. Und jetzt wollte ich euch mit euch mal zusammen den Announcement-Trailer ganz anschauen. Habe ich wirklich nur ein bisschen geschaut. Und viel Spaß dabei. Where are you taking me? I asked you a question. Everyone says Reyes is a good shot. Yeah, and he'll put arrows through both of us. You're switching with me. It's a snap mob! We're not gonna make it! Blameless Murad had me released from prison. But why? Redemption is still possible, Reyes. Climb the mountain. Find out why the machines are attacking. Take all your wits,
your skills and courage. You have walked in the shadows, Reyes. Now it is time to climb into the light. Also, das ist mal eine richtig krasse Sache, muss ich sagen. Allein grafisch ist das ja schon der Wahnsinn. Und da können wir uns auf einen Titel gefasst machen, der mit Sicherheit jede Begeisterung in einen erfachen lässt. Das sind genau die Spiele, die wir in VR brauchen. Es gibt viele gute VR-Spiele, kleinere Spiele, kleinere Titel, aber solche High-End-Titel, die fehlen uns einfach. Am meisten nenne ich da immer Lone Echo. Solche Titel fehlen uns einfach. Und ich finde es cool, dass Sony diesen Weg jetzt einschlägt und uns auch solche AAA-Titel dann beschert. Ja, hier ist dann noch bekannt gegeben worden Star Wars. Und was ich aber mit euch nochmal schauen möchte, ist dieses Resident Evil. Das ist mit Sicherheit richtig genial und lässt uns mit Sicherheit auch erschaudern, denke ich mal. Ich gucke jetzt mal, was ich hier noch so vorbereitet habe. Genau. Hier gibt es Videos, wie man durch dieses Anwesen geht in VR. Ich schaue mal kurz, ob ich es auch in HD einstellen kann. Genau. Also das sind so Spiele, wo ich mit Sicherheit tierisch Angst bekommen werde. Aber grafisch sieht das echt wahnsinnig gut aus, muss man einfach sagen. Haben wir auch Sound hier? Nee, das sind einfach... Also wenn es so mit der Grafik in VR läuft, Wahnsinn. Echt genial. Aber das Spiel wird natürlich auch nicht für jeden was sein. Ich weiß auch nicht, ob ich es spielen könnte. Ich habe auch den achten Teil jetzt noch überhaupt nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Siebener habe ich auch nur Videos gesehen. Ich glaube, das hat die Niki mal gestreamt. Habe ich auf jeden Fall mal reingeschaut. Ja, alles in allem können wir da uns echt auf was freuen, definitiv. Ja, Alvo ist auch ein VR-Shooter, der auf die PSVR kommt. Dann natürlich Lo-Fi, da wollte ich definitiv bald nochmal reinschauen und ein Video zu machen, weil da gibt es ja immer Updates und ich habe es ja schon vorab gekauft, unterstützt. Und da hatte ich mal eine Zeit lang immer mal wieder ein paar Updates gezeigt für euch. Und nach dem ganzen Kram, der mir so widerfahren ist, hatte ich dann natürlich nicht mehr viel Zeit und auch gesundheitlich nicht. Aber da werde ich definitiv nochmal reinschauen, was sich da getan hat. Samurai Slaughterhouse, The Demio, natürlich auch sehr cool, dass das auf PSVR erscheint. Dann hoffentlich auch mit Crossplay. Ja, No Man's Sky ist natürlich auch ein sehr beliebtes Game, nicht mein Genre. Ich habe es ja auch mal gestreamt, aber war nicht meine Sache. Walking Dead, Saints and Sinners, neue Teil, ne? Auch natürlich mega, dass das erscheint. Resident Evil 4. Also, die machen das genau richtig, muss ich einfach sagen. Sony hat da ein paar richtige geile Titel ausgesucht, die sie dann direkt zum Release wahrscheinlich raushauen. Und so muss das auch sein. Wenn eine VR-Brille draußen ist, muss auch Content dafür da sein. Und da muss ich bin ja Valve Index-Fan, aber da muss ich bei Valve und Steam sagen, haben die komplett verkackt, weil es kam nur Half-Life Alyx raus, was natürlich ein mega geiler Titel war, aber danach haben sie alles liegen lassen, nichts mehr gemacht und das ist echt schade. Und da hätte ruhig mal, weiß ich nicht, alle sechs Monate oder ein Jahr wenigstens mal einen Top-Titel rauskommen können.
Ja, leider nicht. So weit sind wir bei PC PC. VR noch nicht. Aber ich denke mal, PS VR 2 wird uns jetzt auf ein neues Level bringen. Ist meine Meinung nach. Wird das so sein? Was sagt ihr dazu? Bin ich natürlich auch drauf gespannt. Was ihr dazu sagt, zu den ganzen Themen überhaupt. Und ja, wie wird sich jede Plattform entwickeln? Jetzt haben wir ja wieder PS VR. Jetzt haben wir Quest natürlich. PC VR ist natürlich auch nicht tot. Man sieht es an Half-Life 2, ne? Also dieser Titel, der läuft so smooth und also ich habe nichts zu bemängeln gehabt, das lief einfach butterweich und ja, wenn mehrere solcher Titel kommen, gerne alte Titel, dann wird PC VR definitiv nie aussterben, weil es da so geile Titel gibt, die man mit Sicherheit in VR erleben kann und ja, da können wir uns auf was freuen. Und ja, ich bin natürlich jetzt auch auf Pico gespannt, was da rauskommt. Jetzt morgen werden wir ja ein bisschen schlauer, auch hoffentlich was die Preise angeht und was die zwei Brillen dann kosten. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mit den Newsflash. Ich weiß nicht, wie lang es jetzt überhaupt war, aber ja, auf jeden Fall kürzer gehalten als die News-Sendungen früher. Ich würde gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Wollt ihr diese Sendungen öfters oder sagt ihr, ne, so Aufnahmen ist nichts für mich? Würde gerne eine Live-News-Sendung haben. Definitiv mal unten in die Kommentare rein. Und ja, falls ihr meinen Discord noch nicht gejoint habt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Discord joinen würdet. Ist auch unten in der Beschreibung. We are World Germany Discord. Und ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns da mal sehen, unterhalten können und so weiter. Ist momentan sehr eingeschlafen. Ja, alleine durch meine Pause, die ich hatte, sehr eingeschlafen. Ich würde mich freuen, wenn es da ein bisschen aktiver wieder zugeht. Und ja, ich zeige jetzt auch wieder Präsenz, Aktivität auf meinem Kanal und eigentlich überall auch auf Facebook. Und ja, ich hoffe, jetzt geht es wieder ein bisschen weiter bergauf mit dem Kanal, mit VR. Und ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.